Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ihr zwei euch bereit erklärt habt, ja, über Steuerrecht ungültig zu referieren und die Fragen zu beantworten. Ich gebe das Mikrofon weiter. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Thomas und Enrico und das ganze Freigeist-Kongress-Team für die Einladung und dass wir hier sein dürfen und dass ihr das Wort rausbringt sozusagen. Und ja, ich freue mich auch riesig, dass eben mein Freund und Mitautor Dr. Thomas Hoffmann auch heute Zeit hat und mit dabei ist. Und dann glaube ich, wird das eine runde Sache. Und herzliches Grüß Gott natürlich an alle Zuschauer. Freut uns riesig, dass ihr da seid und euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Unser Plan ist, dass wir gleich mal vorweg so ganz wichtige Punkte nennen wollen, von denen wir uns wünschen würden, dass ihr die mit auf den Weg nehmt. Und auch während wir jetzt ganz kurz so ein Flug durchs Buch machen, wo wir die wichtigsten Punkte auf ansprechen und dieses Spektrum des Buches überhaupt mal darstellen, dass ihr das im Hinterkopf behalten könnt und dadurch das eine oder andere möglicherweise besser aufnehmen könnt. Vielleicht noch ganz kurz, Thomas, magst du noch ein Hallo sagen, bevor ich loslege mit unserer Einleitung? Ja, gerne. Hallo an alle Zuschauer und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, hier unser Anliegen, unsere Funde sozusagen publik zu machen. Und auch von meiner Seite aus nochmal ganz großes Dankeschön überhaupt für die Veranstaltung dieses Kongresses mit allem, was dazugehört. Es ist so fundamental wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ja, zu informieren über die tatsächliche Situation, in der wir sind und aus der sich dann auch Lösungsmöglichkeiten finden lassen. Ja, fängst du an, Matthias, ne? Ja, genau. Also so ein paar ganz wichtige Punkte, die wir voranstellen wollen, bevor wir dann fachlich eintauchen. Von uns verlangt man die Einhaltung von Recht und Gesetz, also Rechts- und Gesetzestreue. Und das gilt auch und erst recht für die ausführenden Organe. Und je nachdem, wie weit euer Wissensstand ist, werden euch heute wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle die Augen und Ohren übergehen, wenn ihr hört, was tatsächlich die Situation ist. Und deshalb ist es so wichtig, und das wollen wir euch wirklich ans Herz legen, das Buch zu lesen, denn das verändert das Energiefeld, das eigene Energiefeld durch dieses Wissen, und das ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Und wenn ich von Erfolg spreche, beim Lesen unseres Buches, dann meine ich damit nicht, oder meinen wir damit nicht, dass wir jetzt in einen Kampf gegen das System einsteigen, sondern, und das ist ein fundamentaler Unterschied, wir akzeptieren die rechtswidrige Übergriffigkeit des Systems nicht länger. Das ist also ganz was anderes. Und das bitte immer im Hinterkopf behalten. Und da ist einfach das Buch Steuerrecht ungültig tatsächlich mittlerweile innerhalb von 8 Jahren auf über 380 Seiten angewachsen. Wirklich der Weg von Klarheit, Recht, Gesetz und ein sehr, sehr gutes Mittel, wenn man eben so als, sage ich mal, Bundesbürger unterwegs ist auf dem rechtlichen, in dem rechtlichen Rahmen der Bundesrepublik Deutschland, dass man sich dann, dass man überhaupt mal eine Bestandsaufnahme macht, was hier eigentlich los ist. Und es ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen, dass wenn ich wahrheitlich nach der aktuellen Rechtslage vorgehe, wahrheitlich, aufrichtig, dann ist es mittlerweile so, dass die geistige Welt uns heute bei unserem Weg in die Freiheit, unser Recht in Anspruch zu nehmen, unsere Freiheit in Anspruch zu nehmen, maximal vorhanden. Das ist also auch ganz,
ganz schön. Und das ist insbesondere die letzten Monate verstärkt eingetreten. Und letztendlich ist es so, dass, das werden wir heute auch noch streifen kurz, wenn ich mich wirklich mit dem System auseinandersetze, erkenne ich, dass ich überhaupt keine Einflussmöglichkeiten tatsächlich wirksam habe. Und deshalb ist wahrscheinlich auch unser Buch und dieser Weg der Steuerverweigerung vielleicht eines der einzig verbliebenen wirksamen Mittel, wirklich zu sagen, ich entziehe hier einem Vorgehen die Energie, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ja, und wir werden sehen, wenn wir jetzt da fachlich durchs Buch kurz fliegen. Wir schauen, wie gesagt, dass wir das in 25, 30 Minuten nur kurz mal erledigen. Ist es uns wichtig, das mal vorauszuschicken? Tatsächlich ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland als Besatzungskonstrukt das Dritte Deutsche Reich weiterführt, juristisch betrachtet. Und das spiegelt sich in sehr vielen Gesetzen wider, in einem der wichtigsten rechtlichen Elemente, nämlich in der Staatsangehörigkeit und zum Beispiel auch in so fundamentalen Gesetzen wie dem Gerichtsverfassungsgesetz, aus dem ersehen werden kann, dass es keine Staatsgerichte gibt. Wir haben also für all solche Gegebenheiten den rechtlichen Beweis auf höchster rechtlicher Ebene, Gesetzestexte, Gerichtsurteile. Und diese Punkte wären uns wichtig, dass ihr die schon mal im Hinterkopf behaltet, weil dann hat das Ganze viel mehr Tragweite, wenn wir jetzt dann unseren kurzen Adlerflug über den Inhalt des Buches machen, dass ihr einen Eindruck über das Spektrum bekommt, von dem Spektrum, was das Buch bietet. Ja, da bin ich auch schon bei Punkt 1. Wofür zahlen wir Steuern? Und das habe ich ja mit dem Dr. Thomas Baumgärtner schon im Interview beleuchtet. Na, man bekommt immer erzählt, ja, für das Allgemeinwohl, Schulen, Kindergärten, Straßen und so weiter. Und bei genauem Hinsehen ist es halt leider so, dass das meiste Geld tatsächlich aufgrund des Geldsystems an die Banken fließt und in völkerrechtswidrige Angriffskriege, in gemeinwohlschädliche Maßnahmen. Und da glaube ich, wisst ihr eh einiges auch, was die Kriege angeht, die illegale Einwanderung, aufgeblähte Verwaltung und so weiter. Und dazu haben wir, um das Ganze auch wirklich mit Fleisch zu hinterfüttern sozusagen, einige Anhänge in Form von Rechtsgutachten, von fachlichen Tiefgängen angehängt. Und zum Beispiel haben wir da eben einen Anhang zu Kosten von Krieg, illegaler Zuwanderung und Besatzung. Es ist nämlich beispielsweise so, es ist den wenigsten bewusst, alle ausländischen Soldaten werden vom deutschen Steuerzahler bezahlt. Wenn die Amerikaner in Ramstein sagen, wir brauchen ein neues Gebäude für die Raketensteuerung in Afghanistan, dann zahlt das die Bundesrepublik Deutschland, sprich der deutsche Steuerzahler. Nur so als Beispiel. Ja, und wenn man dann zum Beispiel noch aus einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages erfahren muss, dass beispielsweise auch die Antifa finanziert wird aus Steuergeldern, ja, dann wird es einem schon schwindelig teilweise. Ja. Ja, das ist jetzt mal so ein ganz kurzer Flug. Und ich gebe jetzt für den Punkt 2 das Wort weiter an den Thomas. Warum wir Steuern zahlen? Ja, warum zahlen wir Steuern? Ganz banale Frage, möchte man meinen. Die Gesetze schreiben es vor. Es ist nun mal notwendig in einer Gemeinschaft, dass jeder sich beteiligt für die Ausgaben, die zu treffen sind. Und deswegen gibt es Gesetze. Ja, und da kommen wir eigentlich auch an den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen. Wenn man sich das Einkommensteuergesetz anguckt, schon im Internet, Gesetze im Internet, findet man ganz an oberster Stelle das Ausfertigungsdatum 1934. Hoppla.
Das heißt, wir zahlen Steuern aufgrund eines Gesetzes von 1934. 1934 war Regierungszeit von Adolf Hitler. Zwar gerade mal ein Jahr, nachdem er an die Macht gekommen ist. Da wurde das Einkommensteuergesetz erlassen. Und da haben wir angesetzt und wollten mal gucken, wie kann das eigentlich sein? Wie sind da die Zusammenhänge? Und diese ganzen Zusammenhänge, die da zutage getreten sind, wirklich wie ein Krimi, sind in Kapitel 2 aufgeführt, wo man sieht, wo wir aufzeigen, anhand von Original, Zitaten aus dem Reichsgesetzblatt, aus verschiedenen auch Publikationen aus damaliger Zeit, dass schon aus nationalsozialistischem Recht das Einkommensteuergesetz nicht rechtmäßig zustande gekommen ist. Es ist auf jeden Fall nicht verfassungsgemäß zustande gekommen, wenn man die Weimarer Verfassung zugrunde legt. Und es ist dann nach der Kapitulation der Wehrmacht, als die Alliierten das Sagen übernommen haben in Deutschland, ist es als eins der ersten von den Alliierten als ungültig erklärt worden. Ja, es basiert auf dem sogenannten Ermächtigungsgesetz von 1933, das ebenfalls verfassungswidrig zustande gekommen ist, was wir hier alles genau aufzeigen. Und das im Kontrollratsgesetz Nummer 1 haben die Alliierten diese Gesetze nachträglich für ungültig erklärt und außer Kraft gesetzt. Und dann wurde es auch nochmal von einem Militärgericht der Alliierten behandelt, in einem Fall namens Tillessen. Da ging es um einen Herrn Tillessen und so weiter, wo die diese ganze rechtlichen und gesetzgeberischen Vorgänge aufgerollt haben und in ihrem Urteil glasklar gesagt haben, was Sache ist, dass diese Gesetze von einem nicht verfassungsgemäß konstituierten Reichstag unter Bruch der Weimarer Verfassung zustande gekommen sind und deswegen ungültig sind und von vornherein ungültig waren und dass diese Feststellung des Gerichtes für alle deutschen Behörden und Amtsträger bindende Wirkung hat. Also hatten wir nach Ende des Zweiten Weltkriegs, also ja, das ist so ein Wort, Ende des Zweiten Weltkriegs, also sagen wir mal vor Gründung der BRD, einen Zustand, wo schon damals das Einkommensteuergesetz und im Übrigen auch das Gewerbesteuergesetz von 1936 ungültig waren. Und dann kam das Grundgesetz, in dem steht, dass Recht vor dem Zusammentritt, also vor der Gründung der BRD, fortbesteht. Geltendes Recht besteht fort. Ne? Damit man nicht alles von neu aufarbeiten muss, innerhalb von ein paar Monaten wurde diese Klausel aufgenommen. Die bedeutet aber, es konnte und es kann nur geltendes Recht in die BRD übernommen worden sein, wenn also ein Gesetz ungültig war. Konnte das nicht übernommen werden in die BRD, wurde aber trotzdem. Und auch diese weiteren Entwicklungen, da haben wir uns wirklich in das Labyrinth begeben und hier aufgeführt, da kann jeder nachvollziehen, auch wie verwirrend die Entwicklung des Einkommensteuergesetzes in dieser Übergangszeit war, in den einzelnen Ländern, Besatzungszonen, und dann wurden die zusammengefasst und, bis dann zur Gründung der BRD. Fakt ist und bleibt aber, es handelt sich um ein ungültiges Pseudogesetz aus nationalsozialistischer Zeit, unterschrieben vom Reichskanzler Adolf Hitler, nachdem wir alle heute immer noch meinen, ja, klar, muss man, ja, als Bürger Steuern zahlen. Ja, bist du wieder dran, Matthias? Ja, kommt der nächste Krimi. Das war schon der erste Teil vom Krimi. Und dann ist Punkt 3, an wen zahlen wir Steuern, ja? Und das ist auch so unglaublich, auf was man da alles stößt, weil man, genau wie der Thomas jetzt eingeleitet hat, die Situation hatte nach dem Zweiten Weltkrieg Nationalsozialismus. Und dann wurde die Bundesrepublik Deutschland geschaffen und da steht in Artikel 133 genau definiert, was die Bundesrepublik Deutschland ist. Da heißt es,
Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Und dieser Artikel steht bis heute unverändert im Grundgesetz, genauso wie viele andere Artikel, in denen bestimmt ist, dass wir Besatzungskosten zu zahlen haben. Steht im Grundgesetz, in der sogenannten Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, dass wir Besatzungskosten zu zahlen haben. Und wir haben also ein Verwaltungskonstrukt für das besetzte Gebiet. Und der Thomas hat es gerade schon gesagt, die verschiedenen Gebiete, Wirtschaftsgebiete genannt, die dann später per Chefgesetz einfach als Staaten benannt wurden und eigene Staatsregierungen bekommen haben. Und die Verbindung ist der Bund. Und das ist genau deswegen, Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Damit wir mal wissen, was ist die Bundesrepublik Deutschland? Und wie der Thomas jetzt eben das Rechtliche beleuchtet hat, dass nur eigentlich verfassungsgemäß zustande gekommene Gesetze übernommen werden durften. Und jetzt muss man fragen, wie gibt es denn das, dass wir nationalsozialistische Gesetze weiterführen, wenn doch extra Entnazifizierung stattgefunden hat und der Nationalsozialismus so böse ist? Und hier erkennt man, wenn man gräbt, so unterschiedliche Ebenen, das ist unfassbar, dass einerseits eben Entnazifizierung gemacht wurde, der Nationalsozialismus verteufelt wurde und gleichzeitig die Bundesrepublik Deutschland die Weiterführung des Nationalsozialismus juristisch ist. Und das ist auch noch ein Element eines Kriminalromans mit Wissen und Wollen der Alliierten. Die haben nämlich gesagt, Deutschland ist das Deutschland in den Grenzen vom 31.12.1937. Gegengültiges Völkerrecht. Und jetzt haben wir dieses Verwaltungskonstrukt, und ich kürze es an der Stelle ab, weil sonst sitzen wir hier wirklich viele, viele Stunden. Man wollte die ganze Zeit eigentlich nicht, dass ein neuer Staat geschaffen wird. Am Anfang wollten das die Begründer der Bundesrepublik Deutschland nicht, weil sie eigentlich das alte Deutsche Reich weiterführen wollten, was ja nach Völkerrecht existiert, was ja auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat, immer wieder wiederholt, genauso auch die Bundesregierung 2015 in einer Antwort auf eine Anfrage im Bundestag. Und dann kam die sogenannte Wiedervereinigung, wo die Besatzungszone DDR noch mit angeschlossen wurde. Und jetzt erleben wir, seit 1990 hat es Fahrt aufgenommen, und ich würde sagen, etwa ab 2006, 2007 beschleunigt eine Entwicklung, dass man sämtliche sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts, sämtliche Staatsorgane und so weiter, Verwaltungsorgane in Unternehmen umwandelt. Und dann findet man die in dem größten internationalen Handelsverzeichnis. Und das ist natürlich, also ist das Verzeichnis von Dun & Bradstreet, kennen vielleicht viele Zuschauer. Wir haben Quellen dazu im Buch genannt. Zum Teil sind die leider schon ein bisschen veraltet. Wir konnten die teilweise auch nicht erneuern, weil sie umgeändert wurden. Jetzt haben wir Gott sei Dank seit kurzem wieder eine Seite gefunden, wo wir die DUNS-Nummern zu den Unternehmen nachschlagen können. Wir werden das auf unserer Internetseite aktualisieren, dass man da die aktuellen Zugänge wieder bekommt. Und dann verstehe ich auch, warum die Bundesrepublik Deutschland zum 1. Oktober 1950, also etwas mehr als ein Jahr, nachdem sie im Mai 1949 gegründet wurde, den Paragraphen 15 des Gerichtsverfassungsgesetzes ersatzlos streicht. Und in diesem Paragraphen steht drin, die Gerichte sind Staatsgerichte,
Die Privatgerichtsbarkeit ist abgeschafft. So, das heißt also, Mann, wer auch immer das ist, bemüht sich, alles, was unseren staatlichen Rahmen, Organisationsrahmen ausmacht, ins Privatrecht zu verfrachten. Ja, auf Basis eines rechtlichen Organisationsrahmens, der auf dem Nationalsozialismus beruht. Ja. Und das sind die Grundlagen. Und das ist das Konstrukt, an das wir Steuern zahlen. Und später werden wir dann noch beleuchten, dass wir auch gar keinen Einfluss haben, wohin die Steuern fließen. Wir müssen Steuern bezahlen. Wenn wir es nicht tun, erfahren wir Zwangsmaßnahmen gegen Recht und Gesetz. Und gleichzeitig haben wir keinen Einfluss. Da haben wir auch eine extra Anlage dazu geschrieben, die werden wir später noch kurz ansprechen. Und so gebe ich jetzt das Wort wieder an den Thomas, wenn es darum geht, was die Lösung denn sein könnte. Ja, was ist die Lösung, wenn das Einkommensteuergesetz eigentlich ungültig ist? Auf den ersten Blick ganz einfach, na, machen wir halt ein neues. Frage, wer soll ein neues Gesetz machen? Naja, der Bundestag auf der Grundlage von Grundgesetz, nicht wahr? Aber, oho, ist der Bundestag auf der Grundlage des Grundgesetzes? Es wurde festgestellt, sogar vom Bundesverfassungsgericht, dass das Bundeswahlgesetz grundgesetzwidrig ist. Und zwar seit 1985. Wenn man noch eine etwas höhere Messlatte anlegt, die bisher niemand vor dem Bundesverfassungsgericht offenbar hat klären lassen, war von vornherein das Bundeswahlgesetz grundgesetzwidrig. Denn im Grundgesetz steht, dass die Abgeordneten in allgemeiner, gleicher, freier, unmittelbarer Wahl zu wählen sind. Aber von vornherein stand im Bundeswahlgesetz, dass die Hälfte des Bundestages unmittelbar gewählt wird, das ist die Erststimme. Da wähle ich direkt den Kandidaten, dass der unmittelbar durch meine Stimme ins Parlament kommt. Die andere Hälfte wird aber aus Listen, aus Parteilisten besetzt. Das heißt, der Wähler wählt nur eine Partei. Und die Partei, die hat schon lange vor der Wahl ihre Liste zusammengestellt nach irgendwelchen internen Kriterien, von denen niemand was weiß, auf die niemand Einfluss hat, schon gar nicht demokratisch. Und durch die Anzahl der Stimmen, die eine Partei bekommt, wird dann abgezählt auf der Liste, wer alles einen Sitz im Bundestag bekommt. Das ist alles andere als unmittelbar. Also haben wir die Situation heute und schon seit vielen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir ein nicht grundgesetzgemäßes Wahlgesetz haben, dass also der Bundestag nicht grundgesetzkonform besetzt ist, dass also der Bundestag gar nicht in der Lage ist, grundgesetzkonforme Gesetze zu beschließen. Der Bundestag ist nicht mal in der Lage, ein grundgesetzkonformes Wahlgesetz zu beschließen. Das heißt, wir sind in einer Schleife drin, aus der wir nicht rauskommen, aus sich selbst heraus. Das Wahlgesetz ist grundgesetzwidrig, der Bundestag ist grundgesetzwidrig. Wer soll ein neues Wahlgesetz machen, damit das wieder im Einklang mit dem Grundgesetz läuft? Antwort: Der Souverän, das Volk. Und das ist die Lösung, die einzige Lösung. Das Volk, der oberste Souverän, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, steht im Grundgesetz. Das Volk muss eine neue Lösung finden, muss letzten Endes ein neues System erschaffen mit einem von vornherein gültigen Wahlgesetz aufgrund einer Verfassung, die dann zu geben ist. Da werden wir sicherlich heute noch ein bisschen näher darauf eingehen. Aber es geht nicht mehr aufgrund der total verkorksten und entgleisten Strukturen in dem bestehenden System. Es geht nur vom Volk aus als der Grundlage aller Staatsgewalt, als dem obersten Souverän. So, Matthias, bei dir geht's weiter. Ja, jetzt kommen wir schon zum Anhang, gell? Ach so, na, wir haben noch, Ja. genau, Punkt 5. Haben wir noch. Ja, das lautet, was soll man also konkret tun? Und dazu haben wir
genau eben dieses Buch geschrieben. Wie gesagt, von uns verlangt man Rechts- und Gesetzestreue, die Einhaltung von Recht und Gesetz. Und genau das können wir mindestens und erst recht von den ganzen Bediensteten, von den ganzen Organen der Bundesrepublik Deutschland verlangen. Und deswegen ist unserer Meinung nach auf jeden Fall der erste Schritt, auf Basis dieses Buches, auf Basis der Regeln der Bundesrepublik Deutschland argumentativ, sachlich genau diesen Vortrag zu machen und eben genau mit diesem Argument: Ihr verlangt von mir Einhaltung von Recht und Gesetz, dann haltet euch erstmal selber an Recht und Gesetz, so wie es im Grundgesetz steht. Und das ist der erste wichtige Schritt, weil dann passiert eine Rechtsänderung. Dann habe ich mich mitgeteilt, ich habe kundgetan, dass ich Recht und Gesetz einfordere, dass ich die Sachlage kenne, dass ich die Rechtslage kenne. Und erst wenn ich diesen Schritt gehe, kann ich dann in einem zweiten Schritt sagen, ich habe euch damals informiert und jetzt möchte ich beispielsweise Schadensersatz, wenn ich feststellen muss, nach so einer Eingabe, beispielsweise bei einer regionalen Finanzbehörde oder Finanzamtsstelle, dass die sagen, nee, es ist alles ganz rechtmäßig. Das ist nämlich leider das, was. Es kommen so Standardantworten, die dort formuliert sind. Ist es alles rechtskonform und solange das Bundesverfassungsgericht es nicht für verfassungswidrig erklärt, ist alles in Ordnung, so mal in aller Kürze. Und dann hat man aber diesen ersten Schritt gemacht, diese Rechtsänderung herbeigeführt und kann sich dann darauf berufen. Und je mehr Menschen das machen, umso größer sind die Aussichten auf Erfolg. Außerdem hat sich die Zeitqualität geändert schon. Wir haben das Buch erstmals 2016 rausgebracht. Da waren wir insgesamt bei um die 150 Seiten, mit anderen vielleicht 170. Mittlerweile sind wir über 380 Seiten. Ja? Und da hat sich jetzt schon einiges getan und da ist also die Erfolgswahrscheinlichkeit jetzt immer höher, plus dass eben die Unterstützung auch aus der geistigen Welt schon viel größer geworden ist, um hier auf Basis von Wahrheit und Klarheit voranzuschreiten. Ja, und wir haben dazu viele Punkte genannt, weil es ist ja in dem ganzen Verfahrensrecht, dass die Bescheide unterschrieben werden müssen von den Verantwortlichen. Und so weiter. Das haben wir alles beleuchtet, weil wir da leider eine Situation haben, dass wir sogar schon sogenannte Bescheide bekommen, wo eine Maschine beglaubigen soll und lauter so abenteuerliche Geschichten. Und naja, aber eben trotzdem ist es wichtig, dass wir diesen Schritt gehen. Auch wenn es nicht dazu führt, dass eine Woche später das Finanzamt sagt, mei, vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben, alles klar. Wir lassen es jetzt, ja. Wir müssen jetzt die Bediensteten in die Verantwortung nehmen. Es gehört nämlich zum System, dass die Wissensstände so unterschiedlich sind, damit das einfach läuft, jeder so in seinem Stiefel weitermacht. Und deswegen haben wir auch so einen großen Verwaltungsapparat. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher, weil die ihre Existenz darauf aufgebaut haben. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo es jetzt angesagt ist, Stellung zu beziehen, an das Recht zu erinnern, das Recht einzufordern. Und wenn ich feststelle, dass kein Recht gegeben ist, ist es in dem Moment rechtswidrige Übergriffigkeit des Systems. Und zu sagen, nein, das will ich nicht. Ja, und in diesem Prozess
wachse ich, ändert sich mein Energiefeld. Deswegen ist es so wichtig, sich zu informieren und genau zu wissen, was man tut und wie die Rechtslage ist, weil daraus schöpfe ich dann auch die Kraft und Energie, diesen Prozess zu beginnen und weiterzuführen. Und ja, dazu bekommt man mit dem Buch eben sämtliches Handwerkszeug an die Hand. Und dann kommt jetzt der ganze Teil von Anhängen, die wir noch hinzugefügt haben, damit viele Argumente noch mit wirklich nachgewiesenen Informationen belegt werden können. Und da hat der Thomas zum Beispiel in Anhang 1 und 2 so schön erklärt, wohin eigentlich die Steuern zu einem großen Teil fließen. Und wie die Geldschöpfung funktioniert. Und da gebe ich jetzt wieder dir das Wort, Thomas, dass du da kurz was dazu sagst. Ja, da will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Das ist alles ein bisschen zahlenmäßig und mathematisch. Das liest sich besser. Aber anhand von öffentlich zugänglichem statistischem Material haben wir einfach mal geguckt, was passiert mit unseren Steuern? Wo gehen die hin? Und das, also ich sag mal, der Fokus der Frage war, wie viel von dem Geld geht eigentlich an die Banken? Ne? Und da kann man aus dem zugänglichen statistischen Material ganz gut sich die Grundelemente zusammensuchen und zusammenfinden und das alles nachrechnen. Und das Ergebnis, das haut einen vom Hocker. Ne? Von den Steuern, die Berechnung war im Jahr 2000, fürs Jahr 2013, die für 2013 eingegangen sind, gingen 81,9% letztendlich an die Banken. Zins, Tilgung und so weiter. 81,9%. Das heißt, all diese Missetaten, von denen Matthias jetzt schon gesprochen hat, die mit unseren Steuergeldern vollführt werden, Kriege und Terrorfinanzierung und die ganzen Corona-Maßnahmen und, die werden schon überhaupt erst von den verbleibenden 18,1% gemacht. Das muss man sich vorstellen. Der viel, viel größere Teil landet bei den Banken. Kann man in dem Anhang 1 schön nachvollziehen und nachrechnen. Und auch um den ganzen Mechanismus des Geldes ein bisschen besser zu verstehen, haben wir in dem zweiten Anhang noch den Vorgang der Chiralgeldschöpfung beschrieben und an einem einfachen Beispiel mal vorgerechnet und plakativ gemacht, dass man sieht, die meisten denken, ja, Geld, okay, das wird irgendwo gedruckt von jemand, der das darf, da ganz oben, ne? Und dass aber jede Hausbank in jedem Vorgang einer Darlehensgewährung bereits Geld schöpft, das ist den meisten nicht bewusst. Selbst Bankangestellten oftmals nicht. Und das haben wir deswegen in Anhang 2 einfach mal ganz down to earth mit einfachen Zahlen vorgerechnet, sodass jeder das nachvollziehen kann und dann auch Bescheid weiß. Ja, in Anhang 3 haben wir dann Stellung genommen zu Kosten von Krieg, illegaler Zuwanderung und Besatzung. Ich habe es eh schon erwähnt, im Grundgesetz steht schon drin, dass wir Besatzungskosten zu tragen haben und wie die innerhalb des Bundes aufgeteilt werden und so weiter. Das ist also wirklich phänomenal. Besonders bedrückend finde ich die Kosten für Krieg eben. Insbesondere wenn man weiß, dass das illegale Angriffskriege sind, die wir mitfinanzieren. Da haben wir zwei extra Anhänge noch geschrieben oder einen, nämlich wenn es darum geht, aber da sagt der Thomas da noch was dazu, Beihilfe. Ja, und dann Anhang 4. Es ist unfassbar, aber die Bundesregierung ist selbst an Straftaten beteiligt und damit alle Exekutivorgane. Und zwar eben in Zusammenhang mit völkerrechtswidrigen Angriffskriegen. Da haben wir ein Rechtsgutachten dazu erstellt. Ist also erwiesen. Da haben wir jetzt das Beispiel Syrien und Afghanistan genommen. Und da findet man dann alle Argumente dazu. Und vor allem auch die rechtlichen Gegebenheiten, dass es tatsächlich so ist. Anhang 5, Straftaten von Bundesregierung und Exekutivorganen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Es ist also ein ganz klarer Rechtsbruch gewesen.
Als Angela Merkel 2015 gesagt hat, wir machen jetzt die Grenzen einfach auf, da hat ja sogar der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier gesagt, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist an die Wand gefahren worden oder so ähnlich. Dann Anhang 6, Masseneinwanderung und Grundgesetzänderung. Das ist ein sehr heikles Thema, weil man gleichzeitig das Staatsangehörigkeitsrecht die ganze Zeit verändert und den Zugewanderten es erleichtert, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Und dadurch passiert stillschweigend eigentlich eine Änderung des Volkskörpers und auch der Einfluss. Und es steht aber im Grundgesetz, dass es eben das Volk der Deutschen gibt und dass das der Souverän ist. Und das haben wir hier beleuchtet. Da hat der Professor Dr. Schachtschneider sehr gute Arbeit geleistet. Das kommt hier ein bisschen zur Sprache. Ja, und dann gebe ich jetzt mal wieder das Wort weiter an den Thomas. Ja, dann haben wir einen interessanten Anhang noch eingefügt, der dem Leser bewusst werden soll, wie weit wir eigentlich mittlerweile nach mehreren Generationen gehirngewaschen sind, dass es einer lang generationellen Erziehung bedurfte, um uns heute so an diese ganze Steuerzahlerei und dieses Obrigkeitsbewusstsein zu gewöhnen. Da sind wir einfach in die Geschichte zurück. Wann hat das mit den Steuern eigentlich begonnen und wieso und warum? Und mussten feststellen, okay, die ersten Einkommensteuern, die wurden erhoben im Napoleonischen Krieg, ne, weil da eben viele Kosten aufgekommen sind, mit einem Eingangssteuersatz von 0,8%. 0,8%. Ja, Wahnsinn. Und die Leute haben sich damals enorm drüber aufgeregt, nicht über die 0,8%, sondern weil sie sich erklären mussten. Der Hauptcasus Knaxus für die damaligen Menschen war, ich erkläre mich doch nicht und mein Eigentum an irgendjemand, das ist doch, das geht doch nicht. Und deswegen wurde auch sofort nach Ende der Napoleonischen Kriege diese Einkommensteuer wieder abgeschafft. Wurde dann später wieder eingeführt, wieder abgeschafft und beim dritten Einführen sind wir bis heute geblieben, ne? Immer weiter gesteigert. Aber der Fakt ist, den Menschen damals war das noch bewusst, dass es ein vehementer Eingriff in unsere Grundrechte ist, allein sich erklären zu müssen. Geschweige denn durch irgendein Gesetz, das einem da auf den Tisch gelegt wird, einen Prozentsatz seines Einkommens oder seines Vermögens abgeben zu müssen. Das sind vehemente Eingriffe in unsere Grundrechte und allen voran in die Würde des Menschen, die ganz zuoberst im Artikel 1 Grundgesetz geschützt sein soll. Und das haben wir in diesem Anhang einfach mal an klaren Beispielen auch aus der Geschichte hervorgehoben. Denn heute, wenn man jemand sagt, ja, was Steuern, was hat das mit Grundrechten zu tun? Das ist heute bei den vielen Menschen gar nicht mehr im Bewusstsein. Ja, der nächste Anhang befasst sich mit der Verteilung der Steuerlast, wo wir gezeigt haben, dass letzten Endes die am stärksten von den Steuern belastet werden, die eigentlich am wenigsten haben. Familien, kinderreiche Familien, sind die, die am härtesten rangenommen werden. Also ist diese ganze Steuerthematik alles andere als sozial gerecht. So, damit will ich es bei den beiden Anhängen bewenden lassen. Matthias? Besonders schockierend ist, dass sich die Bundesregierung auch den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie Terrorismus fördert. Und dazu haben wir einen extra Anhang gemacht, basierend auf dem Buch auch von Stefan Schubert, Die Destabilisierung Deutschlands, wo also nachgewiesenermaßen, ja, es wird nicht ganz scharf. Die Destabilisierung Deutschlands, Stefan Schubert. Da geht es um das Attentat am Breitscheidplatz in Berlin, Anis Amri. Hängen die also mit drin, nachweislich? Und ergänzend, das haben wir aber im Buch nicht behandelt,
aber möchte ich das noch erwähnen, NATO-Geheimarmeen in Europa von Daniele Ganser, ein extrem wichtiges Buch, aus dem her ganz klar hervorgeht, dass eben auch aus unseren Steuergeldern von sämtlichen NATO-Mitgliedstaaten Geheimarmeen finanziert werden. Und diese Geheimarmeen, man halte sich fest, führen Anschläge durch gegen die eigenen Bevölkerungen. Das heißt also, sie machen Handgranatenanschlag in einem Supermarkt. Frauen, Kinder, alte Menschen, normale Zivilisten kommen ums Leben mit dem Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten, damit sie ihre gesetzlichen Projekte durchbekommen und ihre Politiken durchbekommen, die sie von langer Hand geplant haben. Alles aus unseren Steuergeldern finanziert. Und diese Schmutzarbeit machen die Geheimdienste. Ja, der nächste Anhang, ständiger Rechtsbruch durch das Bundesfinanzministerium. Es mutet wirklich schon beinahe lustig an, dass sich beispielsweise der Präsident des Bundesfinanzhofes, also der oberste Richter am obersten Finanzgericht, hat sich beschwert, dass sich das Bundesfinanzministerium nicht an seine Rechtsprechung hält, was sie müssten laut Grundgesetz. Artikel 20 Absatz 3 sagt, dass eben alle Organe an Recht und Gesetz gebunden sind. Und die Bundesregierung ist auch nur ein Organ der Verwaltung. Genauso wie das Bundesfinanzministerium. Und dann machen die einen Nicht-Anwendungserlass, sagen, ja, nee, machen wir jetzt einfach nicht, weil wir halt wir sind. Und ja, das ist der Anhang 10. Und ja, gebe ich jetzt das Wort wieder an den Thomas für die nächsten drei. Ja, und im Anhang 11 machen wir den Lesern auch nochmal bewusst, dass das hier alles kein Spiel ist. Denn diese Straftaten, von denen Matthias schon erzählt hat, die die Regierung mit unseren Geldern vollführt, an denen sind wir beteiligt, indem wir denen diese Gelder geben. Das ist Beihilfe zu einer Straftat. Und da muss sich jeder bewusst sein, der diesen Kenntnisstand hat, dass wenn es irgendwann mal eine Aufarbeitung gibt, dass dann jeder Einzelne, der in trotzvollem Wissen seine Steuern immer noch bezahlt hat, mit zur Rechenschaft gezogen werden kann. Allein das ist ein Grund, dem Finanzamt gegenüber unmissverständlich schriftlich zum Ausdruck zu geben, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was mit den Steuergeldern geschieht, beziehungsweise mit den Steuerzahlungen überhaupt, und dass man nur zahlt, weil die einen dazu mit Zwangsmitteln nötigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und daran anschließend haben wir ein Kapitel, an das viele so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denken würden, Steuerverweigerung aus Gewissensgründen. Das basiert auf einem Buch eines Richters am Verwaltungsgericht aus dem Jahr 1991, Paul Tiedemann, der damals ein ganzes Buch schon zu diesem Thema geschrieben hat, damals, als die Welt ja eigentlich noch in Ordnung war, so ungefähr, ne? Dass man aus Gewissensgründen völlig legal die Steuerzahlungen verweigern können sollte, nach Grundgesetz und nach gängigem BRD-Gesetzesstatus. Und alles, was seither geschehen ist und was die heute mit unseren Steuergeldern machen und in den letzten Jahren gemacht haben, ist ja noch mehr Anlass zu sagen, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und so die Steuerzahlungen zu verweigern aus Gewissensgründen. Ja, dann haben wir noch einen sehr praktischen Anhang beigefügt, der oftmals auch im Internet so etwas lapsig und flapsig behandelt wird. Die Unterschrift auf Schriftsätzen von den Bediensteten. Man kriegt ja heute kaum noch einen unterschriebenen Bescheid. Die sind alle froh seit der Einführung der Computer, dass sie da ein schönes Argument gefunden haben. Na, ja, das ist maschinell erstellt. Ja, das kann man ja nicht alles unterschreiben, da millionenfach und so weiter. Na, und das leuchtet auch jedem ein, der keine juristischen Kenntnisse hat. Und so nehmen wir das mittlerweile schon seit vielen Jahren hin, dass wir eigentlich nur wertlose Zettel zugeschickt kriegen, die keinerlei Haftungs- oder Gültigkeitsnachweis
tragen, was nämlich die Unterschrift der Bediensteten sein sollte. Und das haben wir hier sehr schön, das hat Matthias sehr schön herausgearbeitet, anhand der Gesetzeslage, dass die Unterschrift nicht fehlen darf. So, was haben wir noch? Ja, du bist wieder dran. Ja, und Eins der Lösungen. bei all den Missständen haben wir uns natürlich gedacht, darf nicht fehlen, dass wir auch eine Vision, konstruktive Vorschläge geben. Und das haben wir in Anhang 14 gemacht zu den freien Gemeinden. Aufzeigen, was möglich ist, wenn ich die rechtliche Situation kenne, wenn ich das grundgesetzlich verankerte Subsidiaritätsprinzip kenne. Und wenn ich das Völkerrecht kenne, kann ich im Prinzip als Gemeinde alles machen. Und das haben wir da einfach erklärt, wie das geht, was man machen kann. Konstruktive Ideen haben auch ein bisschen die Geschichte beleuchtet. Der ganze Erfolg des, interessanterweise, des ersten Deutschen Reiches ab 1871 beruhte nämlich darauf, dass man interessanterweise von oben hier, obwohl es ein Kaiserreich war, eine so schlimme Monarchie, von oben angeregt hat, bitte Gemeinden, tut euch doch zusammen und macht so viel wie möglich selber. Und das haben die auch gemacht. Und dadurch war dieses Modell so erfolgreich. Und interessanterweise im Nationalsozialismus ist das wieder komplett eingestampft worden. Da ist wieder der französische Zentralismus gekommen. Ja, und naja, und das beleuchten wir da und geben vor allem Impulse, was möglich ist. Eine Gemeinde, die sich einig wäre, könnte von heute auf morgen alles selber erledigen. Wir haben auch Organisationsbeispiele, Ideen, wie man sich dann finanzieren kann in der Übergangszeit und so weiter. Also hochinteressant und es ist alles möglich. Also sehr, sehr schön. Dann haben wir noch im nächsten Anhang, das war uns auch sehr wichtig, aufgezeigt für die ganzen Bediensteten, für die wir ja durchaus Verständnis haben und Mitgefühl, ein einfacher Bediensteter auf niedriger Ebene, der seine Familie ernähren will, täglich ins Büro fährt und da seine Aktenberge bewältigt. Da haben wir schon Verständnis, dass im ersten Gang, vieles dieser Fachkenntnisse einfach fehlt und der erstmal oder die erstmal gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und da haben wir ihnen extra einen Anhang gewidmet, wo auf Basis eines Bundesverwaltungsgerichtsurteils deutlich wird, dass jeder Bedienstete sich sicher fühlen kann, wenn er seinem Gewissen folgt und remonstriert. Viele haben nämlich Angst, wenn sie unseren rechtlichen Vortrag bekommen, weil der halt nun mal auf Basis ihrer eigenen Rechtsprechung passiert und sie eigentlich da gar nicht rauskommen aus der Nummer und dann Schnappatmung erstmal bekommen, weil sie merken, glaubt, der hat recht. Was machen wir da jetzt? Und da zeigen wir auf, dass höchstrichterlich vom höchsten Verwaltungsgericht abgesegnet jeder Beamte eigentlich, der seinem Gewissen folgt und eine Anweisung oder einen Befehl nicht ausführt, sich sicher fühlen kann. Ja. Und dann haben wir noch der ist jetzt neu hinzugekommen, letzten Oktober, wie es mit der demokratischen Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland aussieht. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Einerseits haben wir eben die Verpflichtung, angeblich Steuern zu bezahlen. Die werden unter Androhung und Ausführung von Zwangsmaßnahmen eingetrieben. Gleichzeitig haben wir aber kein Mitbestimmungsrecht. Und da hat Professor Dr. Hans-Herbert von Arnim ein sehr schönes Buch geschrieben, die Deutschlandakte, wo er ganz klar aufzeigt, der Wähler hat keinen Einfluss. Der geht zwar zur Wahl,
Aber die Wahl bewirkt faktisch nichts. 75% der Abgeordneten sind schon vor der Wahl festgelegt. Der Thomas hat es vorhin so schön erklärt mit diesem ungültigen Wahlrecht, das eben nicht unmittelbar ist, weil die Parteien die Abgeordneten auf Listen setzen und wir können bloß noch die von den Parteien aufgelisteten Abgeordneten wählen. Und die Parteien haben damit eigentlich die Souveränität an sich gerissen, die politische Klasse. Und Arnim hat so einen schönen Satz geprägt: Wenn Demokratie Herrschaft durch das Volk ist, haben wir in Wahrheit keine. Ja. Und er weist auf den mächtigsten aller Mängel hin, womit sowieso schon alles in sich zusammenbricht. In der Präambel seit 1990 steht im Grundgesetz, dass sich eben dieses Grundgesetz das deutsche Volk aufgrund seiner verfassungsgebenden Gewalt gegeben habe. Ja, und dieser Satz ist eine Lüge. Das Einzige, wie ein Volk die verfassungsgebende Gewalt zum Ausdruck bringen kann, ist eine Volksabstimmung. Und die hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Und damit ist jede grundgesetzliche und demokratische Legitimation für Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, Bundesregierung weg. Matthias, So die Beschreibung von Professor Dr. Hans-Herbert von Arnim. vielleicht darf ich da mal kurz noch unterbrechen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde für Fragen. Es ging jetzt doch ein bisschen länger. Ja. Wäre das okay, wenn wir noch in die Fragerunde reingehen? Weil ich denke, jeder, der diese Fakten, diese Informationen, es ist ja keine Märchengeschichte, es hört sich an wie ein Krimi. Ja, aber wer damit zum ersten Mal oder vielleicht erstmal oberflächlich in Berührung gekommen ist, ist erstmal wie von einer Dampfwalze überfahren. Ja, das kann doch nicht wahr sein, sagt man sich doch oft, oder? Also ich meine, jeder, der es jetzt gehört hat, der schlägt die Hände beim Kopf zusammen und sagt, wir sind hier ein Riesenexperiment. Ja, also das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, das sind immer wieder die Sätze, die ich dann höre, hörst du sicher oder hört ihr sicherlich auch immer wieder. Ja, und von daher, soll man erstmal verdauen auf der einen Seite und der Raum soll ja auch noch offen bleiben, dass jetzt jeder, der auch möchte, Fragen stellen kann. Weil jetzt geht es natürlich los. Wo ist denn die Lösung? Ja, es sind ja einige vielleicht schon mit verschiedenen Rechtskreisen, ja, es gibt ja vatikanisch, kanonische Recht, Kommerzrecht und so weiter, in Berührung gekommen und haben da auch ihre Sachen schon versucht. Ne? Ja, es hört sich natürlich total einfach an und sagen, ja, ich bin nicht zuständig oder ich verweige aus Gewissensgründen wie den Kriegsdienst, ne, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, gibt es ja auch wieder die Verweigerung aus Gewissensgründen. Ja, aber wie sieht denn sowas aus? Also wir öffnen mal den Raum für Fragen, wenn es okay ist, und fangen mit den ersten an. Wäre das in Ordnung? Selbstverständlich, Ja. ja. Danke für die Ich möchte Erinnerung, vielleicht ja. einen kurzen Nachsatz noch sagen zu dem, was du sagst, ne? Wie du sagst, okay, da steckt man die Hände über den Kopf zusammen. Das Wichtige ist, dass wir in unserem Buch nicht einfach nur irgendwelche Sachen behaupten oder plakativ darstellen. Es Genau. ist keine einzige Aussage drin, für die wir nicht eine Quelle und einen Beleg, einen unzweifelhaften Beleg, eine unzweifelhafte Quelle angeführt haben. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil auf dem Markt gibt es sehr vieles, was einen irgendwo aufstachelt und aufregt und zu irgendwelchen Handlungen anstachelt, die am Ende unklug waren. Genau. Hier hat man wirklich, kann man bis zum letzten Urgrund die Quellen und ja, die Herkunft auch unserer Aussagen und Behauptungen nachverfolgen. Thomas, danke, dass du das nochmal sagst. Das ist nämlich eine ganz wichtige Geschichte. Ihr habt nämlich auch immer wieder das Deutsche Reich 1871. Da gibt es ja verschiedene Bewegungen, die in die Ja. Richtung gehen. Aber ich finde es immer spannend, allein wenn man mal nachforscht, ne? Welche Rechtsform zum Beispiel dieses Reich hat und wo es gegründet ist und sich Ja. dann auf die Sachen beruft, ne, dann muss man schon, dann ist es ein Augenöffner und sagt, als Politiker würde ich mir da ins Fäustchen lachen, ja, und würde sagen, ich berufe mich auf das und das. Die Gründung, das Gründungs, wo es gegründet, der Ort ist wichtig, ja, und welche Rechtsform es hat und wenn die Rechtsform nicht mehr existiert und so weiter. Also vielen Dank Genau. nochmal für den Hinweis, ne, das ist auch ganz wichtig. Also ich lese einfach mal vor, ihr beantwortet. Ne? Also hier ist nichts zu beantworten. Was er hier raushaut, Hammer. Vielen Dank für die augenöffnenden Informationen.
Dann kommt hier jemand, Voraussetzung wäre Souveränität Deutschlands, Frieden mit den USA, dann könnte man die gesamte Gesetzgebung neu gestalten. Könnt ihr dazu was sagen? Voraussetzung wäre Souveränität Deutschlands, Frieden mit den USA, dann könnte man die Gesetzgebung neu gestalten. Ja, da sage ich, Ja. da sag ich Ja. gern was dazu. Oder magst du, Thomas? Nee, Oder? mach ruhig. Ja. Ich glaube, was den meisten nicht bewusst ist, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht besetzt ist, sondern Ausdruck der Besatzung. Sie ist laut Grundgesetz, ist sie die Besatzung eines Teils von Deutschland. Und dann kommt noch hinzu, dass, und das ist sehr, sehr heftig, und ich muss das wahrscheinlich teilweise als offene Frage stehen lassen, weil es ein Thema für sich ist, was sehr, sehr tief beleuchtet werden will. Man muss sich ja fragen, wieso bestimmen die Alliierten jetzt in der Form die Amerikaner vor allem, Kraft ihrer Wassersuppe, dass Deutschland in den Grenzen vom 31.12.1937 sei. Ja, gegen das Völkerrecht, das Gültige. Und deswegen selbstverständlich bräuchten wir Souveränität, und dann ist die Frage, was ist Souveränität? Und wir haben eigentlich in dem Anhang zu den freien Gemeinden schöne Informationen drin, wie man jetzt sofort in die Freiheit gehen kann. Der aufmerksame Leser wird daraus vielleicht auch Möglichkeiten für sich entdecken können. Und ja, es hängt an uns, das System zu verstehen, in welchem Konstrukt wir uns befinden. Und wenn ich es begreife, was es ist, dann sind die Auswege klar. Und ja, ich könnte sehr jetzt allein zu dieser Frage lange referieren. Und Ja. deswegen habe ich es als Frage jetzt mal auch offen gelassen und kurz diesen Fakt gebracht, dass ja die Alliierten selber gesagt haben, wir wollen, ich sage es jetzt mal ganz krass, das nationalsozialistische Deutschland weiterführen. Muss ich fragen, warum? Ja, und da muss Warum? ich vielleicht noch andere Fragen zu dieser Frage stellen. Friedensvertrag zwischen wem? Friedensverträge werden zwischen den kriegsführenden Parteien geschlossen. Wer ist auf der deutschen Seite die kriegsführende Partei? Wo ist die heute? Wer kann heute einen Friedensvertrag unterzeichnen? Das ist eine Frage. Und es klingt so ein bisschen in der Frage an, ja, wir müssen darauf warten, bis die Amerikaner so weit sind und uns endlich irgendwo die Souveränität zurückgeben und so weiter. Und das ist die falsche Richtung aus meiner Sicht. Die Richtung kommt vom Einzelnen, der, wie Matthias sagt, den jetzigen Status erstmal durchschaut und versteht und dann in die Handlung kommt. Super. Danke. Genau, vielleicht ist es auch, ich sehe unten kommen noch mehr Fragen, genau, die vielleicht eher, also kurz zu beantworten. Ich weiß, dass ihr viel zu sagen habt und viel darüber sprechen könnt, ne, aber genau das ist gleich auch der Sinn, dass wir das kurz ansprechen, ja, und dann wird es wahrscheinlich auch in die Tiefe gehen. Ja. Die nächste Frage heißt, ein Freund sitzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis in Hessen. Gibt es Chancen, den mit dem Wissen aus dem Buch rauszuholen? Geschätzte Chancenerhöhung bei sicheren Aufträgen, beschäftige mich schon länger mit dem Kommerzrecht, habe Hintergrundwissen, brauche vermutlich nur die Paragraphen, gegebenenfalls mit Kurzerläuterungen. Was könnt ihr dazu sagen? Ja, ist natürlich schwierig, sowas von hier zu beurteilen, aber in jedem Fall wäre es dem zu empfehlen, dass er das Buch liest. Daraus müsste er auf jeden Fall genügend Argumente finden, um tätig zu werden. Okay. Vielleicht reicht es erstmal und wenn nicht, ja, im Buch stehen ja auf jeden Fall Anleitungen drin und dann ist auch eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten. Ja, vielleicht sage ich noch kurz was dazu. Es stehen in unserem Buch
Hintergrundinformationen drin. Anleitung, ja, jein, aber wichtig ist zu verstehen für jeden, der Weg der Handlung ist ein individueller für jeden Einzelnen. Und deswegen ist es sehr schwer, jetzt so eine Frage von hier aus beantworten zu wollen, weil wir die Hintergrundkonstellationen der Person gar nicht kennen und kennen können. Aber mit dem Wissen, das in unserem Buch präsentiert wird, kann jeder aus seiner Situation heraus dann überlegen, okay, welche Schritte kann ich jetzt gehen, die mit meinem Gewissen, mit meinem Mut, ja, und mit meinem neu erworbenen Wissen, konform gehen? Genau, vielleicht noch eine Ergänzung auch dazu von meiner Seite, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele Zuschauer sehr interessant, weil darum geht es ja letztendlich, was kann ich jetzt konkret tun? Und wir haben das ja auch beleuchtet, an wen wir Steuern zahlen und dass die sämtliche Körperschaften und Organe in Unternehmen umwandeln. Und daraus kommt ja ein klarer Hinweis, dass es letztendlich immer um Verträge geht, die ich eingegangen bin. Und das müssen solche Menschen, die in solchen schwierigen Situationen auch immer berücksichtigen und schauen, oder jeder einzelne von uns muss schauen, wo habe ich mich vertraglich eingelassen und kann dann unter Zuhilfenahme des Wissens in dem Buch entsprechend rechtliche Schritte gehen und Erklärungen, Willenserklärungen äußern unter Würdigung der rechtlichen Umstände, um beispielsweise Verträge wieder aufzulösen, anzufechten und so weiter. Es ist wirklich einfach der Schlüssel, sich dieses Wissen anzueignen. Das ist wie eine Landkarte, dass ich überhaupt erstmal weiß, wo bin ich überhaupt? Ja. Und das ist diesen Schritt, der bleibt niemandem erspart. Ich muss wissen, wo ich bin. Erst wenn ich weiß, wo ich bin, auch rechtlich gesehen, kann ich anfangen zu handeln. Und vielleicht für die Zuschauer, Vertrag ist das Grundlegende. Es ist wurscht, ob ich mit einer Firma einen Vertrag mache oder mit einem Staat. Es sind alles Vereinigungen. Die einen sind wirtschaftlich orientiert, die anderen öffentlich-rechtlich, völlig egal. Willenserklärung und Vertrag. So. Und genauso kann ich ins Handeln kommen. Und dazu brauche ich Informationen. Ich muss wissen, wie ist überhaupt der rechtliche Rahmen, auf den ich mich eingelassen habe? Wie schaut es überhaupt aus? Und das vielleicht so als Grundhandwerkszeug, Grundgedanke. Ich glaube, das hilft vielen. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich habe ja recht viele Interviews mit verschiedenen Sprechern gemacht und viele, die sich mit nicht nur dem Thema, sondern mit anderen beschäftigen. Es ist notwendig, sich Informationen einzuholen. Die Frage ist, wo? Ja, wie viel Zeit habe ich dafür oder wende ich auf? Aber ohne diese Informationen, das ist ja auch ein Sinn dieser Live-Calls, ja, euch, ihnen die Informationen zu geben, ja, dass die Möglichkeit existiert, einen anderen Weg zu gehen, den einzuschlagen, aber ohne, dass ich die Informationen mir nicht einhole, ja, ich sag's jetzt mal einfach platt, statt abends den Fernseher anzumachen, ein Buch zu lesen oder die Bücher, die mich dann weiterbringen, ja, wenn man überlegt, wie viel man sparen kann, wenn man bestimmte Verträge nicht mehr bedient, ist natürlich unglaublich, ja. Also von daher, es gibt eine Möglichkeit sozusagen, wir stellen das Wissen und die Information zur Verfügung, aber man muss halt nicht natürlich da wirklich einarbeiten. Das ist in allen Bereichen ja letztendlich so. Ja, und ich möchte nochmal betonen, die energetische Änderung, die mit mir passiert, wenn ich mich mit diesem Wissen beschäftige und eben erkenne, ah, so läuft es hier, ach, das war das, dann passiert was mit mir. Und diese energetische Änderung, die ist mindestens so wichtig wie das Wissen, damit ich ins Handeln komme und auch erfolgreich handeln kann, weil ich jetzt auf einmal merke, oh, das akzeptiere ich nicht mehr. Ja, so ging es mir gestern, als mir klar wurde, dass über 80% von diesen ganzen Steuern einfach eine Bank weitergereicht werden, nur damit die diese Papierschnipsel bedrucken. Ich bin ja Bitcoiner die ganze Zeit und muss sowieso schon über das Bankensystem immer Kopfschütteln. Aber das gestern zu erfahren, dass man mich erpresst, sogar noch hier hat jemand geschrieben, da sitzt schon jemand ins Gefängnis, nur damit die Banken sich bereichern, das war für mich die energetische Änderung. Da habe ich wirklich verstanden, es geht nicht darum, nichts zu zahlen, sondern erstmal diese
entschuldigt den Ausdruck, aber diese Schmarotzer erstmal wieder loszuwerden, die sich da auf Kosten einer arbeitenden Bevölkerung schamlos bereichern. Und wenn die Banken 10% bekommen würden, na gut, okay, aber wir reden hier von dem Pareto-Gesetz, 80%, das heißt der Rest, diese 18%, von denen ihr gesprochen habt, womit der Staatshaushalt finanziert wird, wenn man das nochmal unter die Lupe nimmt und dann die Militärausgaben auch noch rausschreibt, also wenn ich dich richtig oder wenn ich euch richtig verstanden habe, bleiben zwischen 2 bis 5% notwendiger Steuerzahlung, damit wir einen richtig geilen Sozialstaat haben mit allem drum und dran und polierten Wasserhähnen. Habe ich das so mal gut über den Daumen gepeilt oder ist es noch weniger? Ja, ich denke, das kommt ungefähr hin. 4% plus minus, würde ich sagen. Ne? Und wenn wir dann noch den ganzen Verwaltungswasserkopf weglassen, weil sich wir brauchen nicht so viel Verwaltung. Ja. Also, unglaublich. Ja. Also 4% zahle ich mit Kusshand. Da lege ich noch 1% oben drauf und sage, bitteschön, Sozialstaat, das komplette Programm, wieder kostenlose Kindergärten, kostenlose Waldorfschulen, wenn es denn wenn es nicht kostenlos ist. Und einfach mal kleinere Klassen, bessere Bildung, noch mehr Lehrer. Na klar, da zahlen wir doch gerne alle 7%, da bin ich mir sicher. Also jeden, den wir heute hier im Chat fragen würden, die würden sagen, wir zahlen 10%, kein Problem. Aber was da gerade läuft, dass wir arbeiten ja bis Mitte des Jahres. Für nichts. Aber ja. Liebe Leute, lasst uns doch ein paar Fragen beantworten. Ja, bitte. Wir warten noch ein paar. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass euer Buch unter anderem eine Anleitung bereitstellt, wie man sich gegenüber dem Finanzamt erklärt, dass man mit der Zahlung von Steuern, deren Verwendung etc. nicht einverstanden ist, was aber nicht zu einem direkten Effekt führt im Sinne einer Veränderung der aktuellen persönlichen Steuerzahlpflicht, sondern dagegen für eine Zeit nach dem Status quo einmal relevant wird? Bin ich mitten in der Frage von meinem eigenen Vorlesen abgehängt worden? Könnt ihr mir helfen? Also Anleitung ja, oder? Könnt ihr das so sagen? Ja, auf alle Fälle. Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt versprechen würden, okay, lest das Buch, schreibt einen Brief ans Finanzamt und ihr seid steuerfrei. Na? Das würde nicht den Tatsachen entsprechen. Schon vom Prinzip her ist es natürlich so, dass das Finanzamt sich nicht gern die Butter vom Brot nehmen lässt, also sich dann da schon wehrt, einfach so jemanden aus der Steuerpflicht zu entlassen. Und es, ja, wie soll ich sagen, die Sache ist einfach zu vielschichtig und zu diffizil. Ne? Und Matthias hat es am Anfang erwähnt, letzten Endes geht es darum, abgesehen von unseren eigenen Finanzen, dass wir das ganze System mit seinen Machenschaften finanzieren. Und wir sind, so viele Menschen heute sind unzufrieden mit dem, was geschieht und was gemacht wird von der Politik, denken aber gar nicht dran, dass mit ihrem eigenen Geld das alles nur ermöglicht wird. Und deswegen sind die Steuerzahlungen der quasi einzig verbliebene Weg, einen wirklich effektiven Protest gegen die aktuelle Politik und die ganzen Machenschaften zu leisten. Demonstrationen, Proteste, Petitionen und, die verpuffen, weil die sich nicht dran halten. Aber wenn das Geld ausgeht, dann ist Materie am Letzten. Na? Und deswegen würde ich sagen, jetzt mal ganz zur Seite gestellt, ob ich jetzt meine Steuern sparen kann oder reduzieren kann, also so, sag ich mal, selbstbezogene Aspekte. Wenn ich dem Finanzamt jedes Mal, wenn die was von mir wollen, Kontra zeige, einen Brief schreibe, dass ich nicht damit einverstanden bin, den die rechtliche Situation klar mache, Zahlungen verweigere bis zur Pfändung des Kontos oder wie auch immer, dann ist das so ein starker Hemmschuh, den wir dem ganzen Systemapparat zwischen die Räder schmeißen, dass wir dadurch, wenn wir viele werden, die das tun, eine echte Chance haben, etwa eine Veränderung zu erzwingen. Und das Tolle ist, und das zeigen wir eben in unserem Buch, ohne ein einziges Gesetz zu brechen, ein einziges gültiges Gesetz zu brechen. Das ist ganz wichtig.
Super. Ich muss weitermachen. Ich bin so ein bisschen der Timekeeper, auch von euch auch beauftragt worden. Deswegen sind ja noch viele Fragen drunter. Ich habe zwei Fragen. Ich bin beschränkt steuerpflichtig in Deutschland, weil ich in Frankreich wohne. Das hat einige Nachteile für mich. Wie kann ich meine steuerliche Situation verbessern? Das ist die erste Frage. Zweitens, ich bekam kürzlich einen Bescheid vom Bundeszentralamt bezüglich Rückerstattung meiner in Deutschland angefallenen Kapitalsteuer. Das war ein Witz. Was kann ich dagegen machen? Einspruch? Wie? Ja, also wir können natürlich hier keine, sage ich mal, Steuerberatung in dem Sinn jetzt machen für die einzelnen Fälle. Es ist wirklich wichtig, sich diese Informationen anzueignen und daraus ergeben sich automatisch die Handlungsimpulse und auch die Wege. Und wie gesagt, wir haben aufgezeigt, dass das Steuersystem und eigentlich das ganze System, der juristische System, rechtliche System der Bundesrepublik Deutschland, eben nicht grundgesetzgemäß ist und das Grundgesetz ist nicht mal demokratisch legitimiert. So. Und das kann jeder anwenden. Und wenn man unser Buch liest, hat man auch, fällt es nicht schwer, da einen Brief zu schreiben mit den entsprechenden Argumenten. Dann kommt eben das dazu, dass es so wichtig ist, sich die Informationen anzueignen, weil es energetisch was mit mir macht, dass ich entschlossen bin, ja, und mich empöre und sage, nicht freiwillig. Okay, ihr könnt pfänden, eurer Gewalt muss ich mich beugen. So. Und dann fange ich an, diesen Weg zu gehen. Und das ist auch noch ganz wichtig, für mich an die Zuschauer das weiterzugeben. Wenn ich anfange, den Weg zu gehen mit Entschlossenheit und Wissen, dann verändert sich mit jedem Schritt die ganze Situation. Ja, so wie sich jeden Tag, jede Stunde alles ändern kann. Ja, weil ich mein Verhalten etwas ändere, meine Haltung etwas ändere. Genauso kann ich erst das verändern und erreichen, wenn ich anfange, den Prozess zu gehen. Und das Spektrum ist so vielschichtig, wie es Menschen gibt, die auf Basis dieses Wissens anfangen, ins Handeln zu gehen. Und genauso unterschiedlich sind die Erfolge. Die einen haben tatsächlich Ruhe und hören seit 12 Monaten nichts mehr. Ja, der andere, bei dem kommt der Gerichtsvollzieher und er sagt, du, schau mal hier, das ist alles rechtswidrig. Außerdem du als Gerichtsvollzieher, du hast gar keine gesetzliche Grundlage mehr für dein Handeln. Du selbst speziell als Gerichtsvollzieher und so weiter und so weiter. Also da komme ich vom einen ins nächste. Und wir können euch jetzt hier nicht eure Steuerprobleme lösen. Ja, das ist nicht der Sinn und Zweck, sondern wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass ihr euch wehren könnt. Und dass es da was gibt, was euch so umfangreich ausstattet mit einem breiten Spektrum und euch energetisch stärkt, dass ihr die Übergriffigkeit zumindest anfangen könnt, die Übergriffigkeit auf euch, eines illegalen Systems auf euch, anfangen zu beenden. Da ist der erste Schritt zu sagen, das will ich nicht. Ja. Und weil sonst würden wir hier eine Woche sitzen und könnten eure Probleme sowieso nicht lösen. Wir können nur versuchen, euch so die Grundprinzipien nahe zu bringen. Und ich kann euch auch nur sagen, im Gehen, auch wenn manchmal Situationen auftreten, ich kriege einen Brief vom Finanzamt und denke mir, Himmel, im Gehen findet sich der Weg. Insbesondere dann, wenn ich die nächsten Schritte nicht kenne. Der nächste Schritt taucht für euch auf. Es ist die Entscheidung zu gehen. Und es ist ja Aber auch jetzt eine wirklich sehr, die. sehr spannende Frage noch, die mich persönlich auch interessiert, denn ich möchte gehen und ich bin eigentlich schon komplett unterwegs. Ich bin gespannt, wann ich das nächste Mal Post bekomme. Und zwar wird die Frage gestellt, mit welchen Repressalien hat man eurer Erfahrung nach von Seiten der Behörden zu rechnen, wenn man genau diesen Widerspruchsweg jetzt geht? Und braucht man dann anwaltliche Unterstützung auf diesem Weg? Ich erweitere das mal. Würde da die Rechtsschutzversicherung greifen für sowas? Theoretisch, ja.
Weil es ist ja auf Basis von Recht und Gesetz. Wir sind ja tatsächlich diejenigen, die sich an Recht und Gesetz halten und es einfordern, ja. Aber es ist halt leider so, weil das so massiv ist und so fundamental. Und ich habe es ja im Gespräch mit Thomas beim Freigeistkongress auch gesagt, wir kommen halt da recht schnell an den Punkt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja. Und dementsprechend ist es halt leider so in vielen Fällen oder zumindest auch bei den ersten Schritten, dass die natürlich ihr Programm durchziehen. Ja. Und was weiß ich, die fänden das Konto, machen das Konto dicht und so weiter, schicken den Gerichtsvollzieher und so weiter. Ja, solche Schritte können passieren. Und wenn ich aber den Weg gehe, dann, und ich bin entschlossen, dann bieten sich aber auch Lösungen. Und das ist halt so vielfältig, wie die Menschen aufgestellt sind. Der eine ist Unternehmer, hat eine Filiale da und 30 Mitarbeiter und ne? Und der andere ist einfach Angestellter, also und, ja, und dementsprechend muss man einfach schauen und man darf sich da auch nicht übernehmen, ja. Ich sag mal, der einfachste Schritt ist einfach nur zu sagen, hier, Freunde, ich schreibe euch jetzt mal einen Brief und sag euch mal, wie die rechtliche Situation ist. Und ich weiß das jetzt und ich sage euch, will ich nicht, ja. Dann ist im Grunde nichts passiert für mich. Die holen halt ihre Steuern unter Zwang. Das kann ich deutlich machen. Ich habe keine Probleme, aber es hat eine Rechtsänderung stattgefunden. Die sind jetzt in der Haftung. Ja? Nicht ich bin der rechtswidrige Steuerhinterzieher, sondern sie sind die rechtswidrigen Steuereintreiber ohne Legitimation. Und das ist ja schon, gelinde gesagt, ein Hammer. Und ich denke, das ist auf jeden Fall mal eine Ebene, wo wir starten können, weil dieses Buch ist ja auch eben gerade für die Menschen geschrieben, die ganz normal in der Bundesrepublik Deutschland in dem ganzen System organisiert sind, mit ihrem Wohnsitz, mit ihren Firmen und, und. Da gibt es eine Anschlussfrage auch dazu von jemandem, der sehr spät in den Chat kam, habe ich sehr spät reingelassen. Habt ihr eine Anwaltsliste, die auf dem Weg begleitend sind? Oder können sich da Leute direkt an euch wenden? Ist alles quasi Eigenregie, Eigenverantwortung? Du schüttelst schon den Kopf. Ja, also man kann versuchen, dann einen Anwalt zu finden, aber die Hoffnungen sind gering. Ich kenne jetzt keinen oder wir kennen keinen, weil die Anwälte haben das Problem, wenn die in der Richtung tätig werden, dann und sowas bei einem Gericht einreichen oder sonst irgendwie, dann verlieren die ihre Anwaltszulassung. Und das ist deren Lebensgrundlage. Ja. Deswegen muss man diesen Weg meistens selber gehen. Was ich so praktisch mitbekomme, ist einfach, dass sich die Menschen regional organisieren und gegenseitig unterstützen. Da passiert einiges und es ist sehr schön und das ist, denke ich, der Weg. Schau mal, ich bin ja nicht mal studierter Jurist, ja. Und der Thomas ist promovierter Mathematiker, der hat mit Jura eigentlich zunächst mal auch nichts am Hut. Aber wir zwei schreiben dieses Buch. Warum? Ja? Gibt zwar den Dr. Paul Tiedemann als Verwaltungsrichter, der hergeleitet hat, dass man auf Basis des Grundgesetzes schon aus Gewissensgründen die Steuern verweigern kann. Es gibt solche wenigen Fälle, ja, oder Professor Dr. Hans-Herbert von Arnim, der sagt, ja, ist nichts legitimiert eigentlich. Ne? Aber das sind die ganz wenigen Ausnahmen, ja. Und da sind solche heißen Eisen. Und wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich halt ein hochstehender Jurist bin als schon an einem höheren Gericht und ich erkenne das, ich meine, die sind ja nicht blöd. Die wissen das dann, spätestens dann, wenn sie es lesen. Ja. Was macht so einer mit, keine Ahnung, Mitte 50, gutes Einkommen, gut situiert? Der wird jetzt nicht sagen, ja, genau, jetzt müssen wir das mal anders machen. Wäre schön, aber es passiert halt nicht, ne? Vielleicht kann ich zu dem vorhin, was du noch gesagt hast, Matthias, noch was ergänzen. Jeder steht ja da, wo er steht. Ne? Und wenn ich so die Kommentare hier durchlese, wir kommen gleich noch zu ein, zwei
Ja, sieht der eine das vielleicht so und der andere so. Der eine steht hier und der andere dort letztendlich. Ne? Es gibt natürlich Möglichkeiten, um sich auf die, sag jetzt mal, das, was das Finanzamt und Co. sozusagen von den Behörden letztendlich auf uns zukommt, gibt es natürlich Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Das wird jetzt aber zu weit führen. Ja, das haben wir ja auch schon mal so grob besprochen. Also es gibt vorbereitungsstrategische Maßnahmen, mit denen man gut arbeiten kann. Ja, das ist aber jetzt nicht Thema hier. Ja, aber das wollte ich einfach nochmal betonen, dass man das wirklich gut vorbereiten kann. Ja, die, die Interesse haben, dürfen sich auch gerne einfach an uns wenden. Ja, wir können einfach mal ein paar Dinge ja, sozusagen preisgeben, aber letztendlich muss jeder steht da, wo er steht. Ne? Und wenn ich die Kommentare lese, da ist der eine halt hier und der andere ist da, ohne es bitte zu werten. Und parallel, und lese ich gleich noch einen Kommentar vor, parallel habe ich von einem bekannten Freund, der Steuerberater ist, eine Privatnachricht bekommen, ja, geiler Call, ja, also das von einem Steuerberater, total toll, finde ich super. Und hier ist auch ein Kommentar, dieses Buch ist aus meiner Sicht eigentlich Pflichtlektüre, unfassbar kompetent und aufklärend, nicht nur, aber doch sehr intensiv aus rechtlicher Sicht, ja. Und jetzt kommt, lest euch das gerne mal durch, ne. Dazu ist das Buch allerbest oder alles sehr gut geeignet, ne, in die eigene Umsetzung zu kommen. Ja, ja. Und jeder hat ja einen anderen Schritt. Und wir haben jetzt natürlich viel über euer Buch gesprochen, ja. Und auch die Frage ist, wie kann man die Steuerfreiheit buchen? Das gibt's halt in dem Sinn nicht direkt, sondern man muss wirklich mit erstmal mit Wissen anfangen. Ja, ja. Und dann weiß man, okay, ja, man geht diesen Schritt. Ne? Ich bin jetzt ja auch gerade in Zypern. Das ist zum Beispiel auch ein Modell, das mit dazugehört in diese Geschichte, wo ich sage, ich nabele mich sozusagen von den Dingen ab. Das ist auch ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Ne? Wie habe ich denn hier meine Geldströme und so weiter? Ja, aber so ja. einfach ist es, glaube ich, nicht zu beantworten, oder? Ja, ich möchte vielleicht genau. Eine Bemerkung machen. Was ist das Ziel? Diese Frage sollte man sich stellen. Ist das Ziel, dass ich steuerfrei werde, meine Steuerfreiheit? Oder ist das Ziel, dass dieses Unrecht ein Ende findet? Dass wir wieder ein gerechtes System haben? Und dann ergibt sich die Steuerfreiheit ganz von alleine als Nebenprodukt. Diese Frage sollte sich wirklich jeder stellen. Und wenn es darum geht, dieses Unrecht und diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, dann sind wir Menschen, viele von uns gefordert. Und es kam, ich habe gerade im Chat auch einen Kommentar gesehen, ja, dann hat das Ganze ja gar keinen Sinn, wenn da nicht mal ein Anwalt uns da helfen kann, dann schaffen wir das ja gar nicht mit der Steuerfreiheit. Ja, vielleicht nicht, aber wenn 10.000, 100.000, 1 Million Menschen jedes Mal, wenn sie vom Finanzamt ein Schreiben kriegen, den ganzen Widerspruchsprozess durchmachen, ja, die Zahlungen verweigern bis zur Kontopfändung, irgendwann sind die Mühlen durch viele kleine Sandkörner blockiert. Und dann haben wir eine Chance, dieses Unrecht und diese Ungerechtigkeit zu beenden. Mit allem, was dann daraus folgt, woran wir dann als Volk wieder beteiligt sein können und beteiligt sein werden, was wir ja momentan gar nicht mehr sind. Ja, jetzt, das ist genau der Punkt. Und wir vom Kompass der Freiheit haben auch die Möglichkeit und haben Hintergründe, wie man sich dagegen wehren kann. Und ja, die Gruppe wird immer größer. Das ist aber ein anderes Thema, aber wir können euch da weiterhelfen. Ja, wir haben Verbindungen und ich kann da auch nur wiederholen, die Einigkeit macht uns dann stark, ja, indem wir immer mehr werden und uns immer mehr dagegen wehren und wie wir uns wehren können. Da können wir euch auch weiterhelfen, beziehungsweise können euch die Gruppen nennen, die sich damit auseinandersetzen. Also da ist schon etwas Großes im Gange und da sprechen wir dann eben über die Einhaltung des Völkerrechts etc. Also da könnt ihr gerne auf uns zukommen. Ja, mir wäre noch ein Punkt ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang zu nennen, weil ich natürlich immer wieder auch Beratungsgespräche dazu habe von unterschiedlichsten Menschen, meistens Unternehmern. Und mir ist auch ein Punkt immer ganz wichtig zu betonen, geht nur die Schritte, sodass ihr in eurer Kraft bleibt.
Ihr müsst euch also überhaupt nicht unter Druck sehen, dass ihr jetzt handeln müsst und so weiter und so weiter. Erster Schritt ist mal, sich zu informieren und zu begreifen, wo man überhaupt rechtlich ist, wie das ganze System funktioniert. Ja? Und dann ergeben sich daraus automatisch die Lösungswege. Und dann darf ich in aller Ruhe schauen, wo ist mein nächster Schritt? Und ich darf trotz allem glücklich sein, in meiner Kraft bleiben, Schritt für Schritt gehen, muss mich nicht übernehmen, weil wenn ihr voreilig massive Schritte geht mit heftigen Konsequenzen und dadurch in die Schwäche kommt, dann ist niemandem geholfen, am wenigsten euch. Deswegen, also in der Ruhe liegt die Kraft, erstmal Bestandsaufnahme machen und Schritt für Schritt ergeben sich die Lösungen. Bei allem, was du tust, beachte das Ende. Ja, ich wurde zum Timekeeper zumindest mal beauftragt. Wir haben jetzt 5:05. Das heißt, wir haben jetzt die 90 Minuten erfüllt. Ich weiß, es sind noch einige Fragen da, aber ich habe es ja auch angedeutet. Es war zu erwarten. Wir hatten jetzt über 160 Leute im Call hier. Sehr spannende Fragen auch dabei. Ich denke, dürft Verständnis haben, dass die beiden auch nicht alle beantworten können. Ja, und die Zeit ist einfach auch knapp. Also ich denke, ihr habt jetzt einen Überblick bekommen, ne? Ich meine, wir alle sind ja irgendwann losgegangen, ja, auf diese Reise. Und der Kongress ist ja auch genau so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen aufklären. Ja, und wir können euch in manchen Themen auch an die Hand nehmen für eine Zeit, aber die Entscheidung und den Weg, dass man wirklich sagt, man kommt in Gang, der kommt von einem selbst, ja. Deswegen ist der Kongress ja auch so vielfältig. Wir sprechen jetzt heute über Steuern. Nächste Woche, ich mache jetzt gleich Werbung, nächste Woche Dienstag sprechen wir über Gesundheit. Und zwar über Zahngesundheit, ja. 70% aller Erkrankungen kommen aus der Mundhöhle. Spannendes Thema. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, also wenn das so stimmt, ja, meine Güte, dann muss ich mich doch um meine Zähne kümmern. Ja, also Thema Gesundheit. Dann sprechen wir am Donnerstag mit Oliver Antonowitsch über Standard in Gold. Wie kann ich finanziell unabhängig werden und frei werden? Ja, wenn das kommt, was er so veranschlagt, worüber Markus Krall, Marc Friedrich und andere sprechen, hat er umgesetzt. Ja, er ist vielleicht in dem Sinn hat noch relativ wenig Mitglieder, aber er hat es umgesetzt, worüber andere sprechen. Wenn das kommt und ein bisschen hier der Verstand da ist, damit reinzugehen, dann gibt es Möglichkeiten, teilweise auch finanziell unabhängig zu sein. Ja, das sind auch Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Ne? Ja. Am Freitag spricht Enrico über Kryptos. Oh, Entschuldigung, das ist wichtig. Diese Woche Freitag spricht Enrico über Bitcoins, ja, und ja. Über ja, genau diesen Punkt. Ne? Wie kann ich denn in andere Bereiche reingehen und nicht von diesem Zentral, von diesem Fiat Money abhängig sein? Ja, aber jetzt erst nochmal herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Rede und Antwort gestanden, ja, da wart. Ich weiß, wie gesagt, es sind noch viele Fragen, die ich jetzt hier lese, aber wir können nicht alle beantworten. Vielleicht gibt es dann einfach wirklich nochmal einen zweiten Call in ein paar Wochen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann können wir direkt in die Fragerunde reingehen. Ja. Also von unserer Seite, Freigeistkongress sagt herzlichen Dank, schönen Abend euch und ja. Bis bald zum Freitag mit Call Enrico und Bitcoin. Genau. Schönen Abend. Tschüss. Falls ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt, abonniert bitte unsere Social-Media-Kanäle, denn da könnt ihr uns definitiv auch schreiben. Fragen, die vielleicht jetzt untergegangen sind, einfach nochmal per E-Mail an uns. Denn es ist wichtig, dass wir hier einfach in Kontakt bleiben. Bei Telegram könnt ihr uns nicht direkt schreiben, nicht in den Gruppen. Das hat einen ganz einfachen Sinn, damit wir den Chat sauber halten. Aber ihr könnt uns bei Instagram schreiben, ihr könnt uns bei Facebook schreiben, ihr könnt uns bei Twitch schreiben. Auch bei TikTok. Lasst euch was einfallen, wenn ihr ein cooles soziales Netzwerk habt, das wir noch nicht kennen. Wir werden dann bald da sein, wenn ihr uns Bescheid sagt. Und da könnt ihr auch direkt in den Austausch mit uns kommen. Da könnt ihr dann auch immer mal wieder erfragen, wie kann ich denn jetzt mit dem Sprecher in Kontakt kommen? Hier hat jetzt jemand gerade einen aktualisierten Buchlink geteilt von einer aktuellen Ausgabe. Matthias, vielleicht noch in der letzten Sekunde, kannst du noch mal einen aktuellen Link von eurem Buch in unseren Chat stellen, damit die Leute wirklich das Exemplar haben, was jetzt wirklich up to date ist, weil jemand schrieb, den Link, den ich geteilt habe, ist von 2019. Das wäre natürlich schade. Jemand hat einen Link vom Kopf Verlag, glaube ich, geteilt, ohne dass das jetzt Werbung ist. Ja, das ist ganz einfach. Warte mal, hier habe ich jetzt
einen Link von unserer, warte mal, jetzt muss ich mal schauen, wo ich den hier reinstellen kann. Wo kann ich ihn denn teilen? Direkt im Chat, ganz auf der rechten Seite, drei Punkte, hast du mehr und da sieht man den Chat. Oder du sendest ihn uns per Telegram und wir teilen ihn. Ja, wir wollten auch keine Werbung, weil hier das kurz, glaube ich, angemahnt wurde, hier keine Werbung für Amazon oder sowas machen. Ja, es ist einfach nur ein Link. Besorgt euch das Buch, wo ihr es ja, richtig am einfachsten auf die Seite steuerrechtungültig.de gehen. Das ist die Buchseite. Das ist auch deshalb lohnenswert, weil wir da die ein oder andere aktuelle Information jetzt auch vermehrt hinterlegen werden. Als Ergänzung zum Buch. Und von dieser Seite aus ist natürlich auch ein Link zum Shop vom Verlag. Wäre natürlich schön, wenn er direkt beim Verlag bestellt. Und genau, steuerrechtungültig.de mit UE geschrieben. Genau. Ja. Wunderbar. Teilen wir dann nämlich auch so weiter. Unter der Videoaufzeichnung wird dann direkt auch Steuerrecht ungültig euer Link zu sehen sein, sodass alle Leute, die Interesse haben, direkt auch mit euch in Kontakt zu kommen, das dann auch tun können. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank nochmal. Alles Gute für euch und ja, bis bald. Bis zum Freitag. Herzlichen Dank auch Dankeschön. Euch und liebe Zuschauer. Herzlichen Dank.